Aus der Rubrik Die Fraktionen des Dresdner Stadtrats machen Öffentlichkeitsarbeit. Heute eine Pressemitteilung der SPD vom gestrigen Tag, dem 17. Februar 2020. Die Überschrift lautet: Verwaltung setzt Beschluss zur Wiederaufnahme der Kinderbetreuung im Rathaus aus. Und wie kann es anders sein? Die SPD-Fraktion fordert eine Interimslösung. Diese Pressemitteilung geht zurück auf einen Beschluss des Stadtrates vom November 2017. Damals gab es einen interfraktionellen Antrag SPD, Grüne und Linke. Der wurde seinerzeit auch beschlossen und die SPD bemängelt also jetzt, dass nach über 2 Jahren noch keine Fortschritte erreicht wurden. Der Vincent Reeves, Stadtrat der SPD-Fraktion, kommt ausführlich mit Zitaten zu Wort, einmal und zweimal. Sein Kontakt steht auch da: vincent.reeves@spd-fraktion-dresden.de. Also, wer sich berufen fühlt, dem Herrn Reeves zu antworten, der kann es hiermit tun. Ich gehe etwas in die Details und gucke mir den Antrag an, der natürlich nicht in der Pressemitteilung verlinkt ist. Das heißt, man muss selber auf die Suche gehen. Ich tat dies mit der Suche nach dem Wort Kinderbetreuung und wurde fündig. Hier ist der Antrag. Er ist ursprünglich vom 28. April 2017, lautet: Wiederaufnahme der Kinderbetreuung im Rathaus. Wir sehen hier den Antrag als PDF, wir sehen die Beschlussausfertigung als PDF und wir sehen drei Beschlusskontrollen. Eine vom 2. Mai 2018, eine vom 21. Dezember 2018 und eine vom 31. Januar 2020, also knappe 3 Wochen alt. Und wir sehen einen Ergänzungsantrag der AfD. Ich habe mir kurz durchgelesen, die AfD hat seinerzeit gefordert, dass auch eine Seniorenbetreuung im Rathaus stattfinden kann. Dem wurde nicht stattgegeben, stattdessen wurde mehr oder minder oder sogar haargenau der Originalantrag beschlossen und die erste Beschlusskontrolle datiert vom 2. Mai 2018, also ein knappes Jahr, halbes Jahr nach der eigentlichen Beschlussfassung. Und ich suche mir die Beschlusskontrolle raus. Das ist die aktuelle vom 31. Januar. Und deswegen plärrt oder blägt die SPD gerade. Die Stadtverwaltung schreibt unten: Im Vergleich zur letzten Beschlusskontrolle vom 2. Mai 2018 gibt es keinen neuen Stand. Also in wenigen Monaten ist diese Beschlusskontrolle 2 Jahre alt und ich sag euch jetzt auch noch, was tatsächlich drin steht. Und zwar schreibt die Stadtverwaltung: In die Planungen für die Nutzung des neuen Rathauses nach Abschluss des zweiten Realisierungsabschnittes der Brandschutz- und Komplexsanierungsmaßnahmen wird eine Kinderbetreuungseinrichtung wieder integriert. Dabei können die benannten Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. In der Zwischenzeit ist eine Verlängerung der Nutzungsgenehmigung über das Jahr 2019 hinaus für das neue Rathaus Dresden beantragt. Der Bauantrag hierzu enthält weitere organisatorische und bauliche Maßnahmen, um vor dem Hintergrund der bestehenden Defizite des Brandschutzes ein hinreichend hohes Sicherheitsniveau und damit überhaupt eine weitere Nutzung zu gewährleisten. Eine organisatorische Maßnahme ist zum Beispiel der Auszug der Ämter mit hoher Besucherfrequenz, hier insbesondere des Jugendamtes und des Amtes für Kindertagesbetreuung sowie des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen. Diese Ämter müssen ab Mitte 2019 aus dem Rathaus ausziehen. Nach bisherigen Planungen befinden sich dann lediglich noch knapp 200 Mitarbeiter Schrägstrich innen im Haus. Da dies explizit Ämter mit wenig Besucherfrequenz sind, ist die Einrichtung einer Kinderbetreuung zu hinterfragen. Dabei will ich es bewenden lassen. Ihr seht, die SPD regt sich auf über eine Beschlusskontrolle, die 2 Wochen alt ist, hat also 2 Wochen gebraucht, um sich zu empören. Und die eigentliche Begründung für die Ablehnung einer Kinderbetreuung findet sich bereits in einer Beschlusskontrolle von vor knapp 2 Jahren.
Das ist nicht nur die Dresdner SPD-Fraktion, das spiegelt wieder, wie es in der Dresdner SPD aussieht, spiegelt wieder, wie es in der sächsischen SPD aussieht und es spiegelt wieder, wie es in der Bundes-SPD aussieht. Ich habe echt Mitleid mit euch, liebe SPD. Ich wünsche euch einen schnellen, schmerzlosen Untergang in die Bedeutungslosigkeit bei allen Verdiensten, die die SPD in den vergangenen 150 Jahren geleistet hat. Ihr seid einfach nur Spezialdemokraten und keine Sozialdemokraten mehr. Und deswegen braucht und wählt euch keiner mehr. Macht's gut!